So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Ich habe hier heute so eine witzige Locke, die geht aber nicht weg. Na, dann bleibt sie da. Wir sind in der verlassenen Kathedrale, arbeiten, warum ist das denn so leise? Arbeiten uns mal ein bisschen nach unten, Freunde. Ah ja, stimmt. Oh, das sieht ja großartig aus. Das ist ein Drache. Mega. Oh, oh. 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 Moin. Na, Großer? Okay, ihm tue ich schon mal gar nichts. Das ist doch geil. Wo hat er sein Herz? Wo hat er sein Herz, Freunde? Hey, da ist irgendwo was. Seht ihr das? Was passiert hier? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Oh, Garrett ist down. Na, lass sie doch liegen, du Idiot. Was ist denn mit dem Drachen? Schläft er? Oh nein, raus da, raus da, raus da. Ich mach nicht so wirklich Schaden an dem Kollegen, oder? Das ist eine der krassesten Zauber in dem Spiel. Oh, Garrett. Ja, er ist halt Nahkämpfer. Er kriegt natürlich am meisten. Okay, der Dragon ist back. Wo hat dieser Drache seinen Schwachpunkt? Ich versuch's nochmal genauso wie vorher. Uah. Es macht irgendwie Schaden, seht ihr das? Dieser Lebensbalken, er geht runter, aber warum? Was ist denn jetzt? Nein, 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 du bleibst da schön oben, Junge. Brauchst gar nicht meinen. Oh, das sieht ganz schlimm aus, was der da treibt. Okay, er ist wieder down. Jetzt müsste er eher wieder runterkommen, oder? Shit, irgendwo ist jemand tot. Okay, mit den Sicheln mache ich auf jeden Fall deutlich mehr Schaden an Kollegen. Ist der Drache nur... Vorsicht, Vorsicht, raus da, Junge, raus da! Freunde. Okay. Könnte man machen, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen blöd. Auf geht's. Und weiter. Okay. Ja, ja, ist ja recht, ist ja recht.
Hier sind Kisten. Ja, er soll ruhig uns anvisieren, damit habe ich gar kein Problem. Ich glaube, er wird gleich wieder den Drachen zurückholen, ja. Traumschwinggeheimmittel. Das ist ein geiler Kampf. Der Kollege macht es uns nicht einfach. Ein Elixier, bei dem man glaubt, es verleiht einem Flügel verzehrt um eure... Das. Oh. Irgendwas ist passiert? Der Totenbeschwörer ist verschwunden? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade... super sinnvoll ist. Aber ich mache genauso weiter, wie ich aufgehört habe. Ich versuche, seinen Rücken zu bearbeiten. Da ist irgendwas. Irgendwie mache ich ihm da Schaden. Aber ich glaube nicht, dass es sein Offizier... Oh Gott. Okay, es ist irgendwas Krasses passiert. Warte, warte, da liegt er, da liegt er! Gebt ihm, Mann! Gebt ihm! Gebt ihm! Wo seid ihr denn? Garrett! Du alte Schlafmütze, lass den scheiß Drachen in Ruhe, ich hau dir dein Schwert in die eigene Fresse! Ich werd richtig sauer, Digga! Drauf da! Du hast nicht einen Schlag gemacht! Du hirnverbrannter Volltrottel! Seht ihr, wie der auf die Fresse kriegt? Drauf, 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 drauf. Wir hören da jetzt nicht auf, Digga. Wir hören da jetzt nicht auf. Oh, er hat irgendwie gepfurzt oder so und hat uns down gekriegt damit. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hielt er schon wieder den Drachen? Ich weiß es nicht, was er treibt. Ah, der Drache steht wieder. Freunde, wie sieht's mit Leben aus? Nicht besonders gut, wie ich sehe. Sag mal! Hey Digga, ohne Witz, Mentos würden helfen. So, gut, dann bearbeite ich dich nochmal, Kollege. Why? Was war das denn, Digga? Was sollte das denn? Hat er diesen... Nein, der hat den Feuerzauber losgelassen. Vielleicht muss ich auch gar nicht so lange. Ich kann ihn ja so bearbeiten. Weg da, weg da, weg da, weg da. Hast du was dagegen? Hast du was dagegen? Was geht denn jetzt?
Was war das denn? Bist du besoffen? Sowas von. Also, ich nutze den sowas von nicht. Stopp, stopp, stopp. So, Nummer 1. Der Bogen macht nichts. Mal sehen, ob das so auch funktioniert. Ob sein Ellenbogen reicht? Ich sehe, dass sein Lebensbalken schmilzt. Vorsicht, Vorsicht, Bruder, Vorsicht, bitte. Langsam reicht's mir mit dir, Kollege. Papa Ignatius. Der Dude sieht aus wie der Sänger von Ghost. Freunde, das Problem ist... Wann habe ich gespeichert? Das Problem ist, mir ist gerade aufgefallen, Andromache ist tot und sie kriegt die EP nicht. Sie braucht die EP. Weil die sonst ein ganzes Stück hinter uns fällt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu spät gezogen. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu spät abgebrochen. Es ist bitter. Ich weiß, Freunde, es ist bitter. Es ist mega bitter. Und ich verstehe auch nicht, warum sie weg war. Ja, okay, passt. Ja, Freunde, I'm sorry, aber das kann ich, also Andromache musste schon überleben. Bitter, aber wie gesagt, ich weiß bei beiden nicht ganz, warum sie sich aufgelöst haben. Ich kann es nicht genau sagen, weil versteinert sind sie nicht. Es so losgeht, Freunde. Ja. Und wenn Andromache auch noch ihre Intelligenz unter Beweis stellt. Das ist die perfekte Position. Weil in der Position kriegt der uns nicht, der Drache, und kann uns auch nicht abwerfen. Ich glaube, er kann uns auch nicht verzaubern. Also, geht auf den Rücken, das läuft immer relativ nice. So. Erstes erste Mal down. Komm runter. Ja, der Kollege ist saugefährlich, Freunde. Komm da runter. Das ist eine Fackel, oder, da oben? Boah. Spinnst du? Okay, Freunde. Du läufst aber auch direkt durch, Junge. Du läufst direkt durch. Kann mir jemand sagen, warum Apricot seine Ding nicht nimmt? Wieso nimmst du es nicht? Nee, nee, nee. Digga, jetzt ist aber gut. Nimm das doch, du dämlicher Idiot! Sie nimmt's nicht. Sie stirbt lieber.
is a mighty spellcaster. Kann mir irgendjemand erklären, was sie für einen scheiß Auftrag hat, der jetzt? Es frustriert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich gebe ihr jede Art von Heilmöglichkeit gegen diesen scheiß Stein. Ich gebe ihr jede Heilmöglichkeit von diesem scheiß Stein und sie stirbt trotzdem. Hat man ihn irgendwie in ihr Frontalhirn reingeschissen oder was? Oder was ist mit ihr los? Das gibt's ja nicht. Also da bleibt einem auch wirklich manchmal die Spucke weg. An sich ein geiler Kampf, aber auch wirklich manchmal frustrierende Momente, so. Ja, Digga, ich sehe dich schon. Großartig. Siehst gut aus, wirklich. Und ein schönes Haus, die hast du dir angezüchtet. Okay. Warum fliegt der denn jetzt? Warum fliegst du? Keine Ahnung, Digga, aber du bist gerade sicher nicht besonders nützlich, so viel kann ich sagen. Sie stellt sich leider rein. Das gibt's ja nicht. Komm doch endlich runter, du Zombie-Glurak. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Andro. Okay, sie fokussen unseren Papst Immortius raus. Ich krieg den Drachen da auch nicht runter, ne? Ich habe letztens gelesen, wo der sein Herz hat, aber ich habe es wieder vergessen. Er kommt runter. Er fliegt wieder hoch. Ich soll die Dinger anscheinend zerstören, aber die ballern natürlich schon auch ein bisschen rein. Wo ist denn der Kackdrache jetzt? Da ist er. Eigentlich kann man in der Halle auch einen Drachen kaum übersehen, oder? Normal. Er hat mich mit seinem 3-Tage-Nicht-Zähneputz-Atem erwischt. Ganz schlimme Attacke. Trau dich runter, Junge. Was ist los mit dir? Komm runter. Sag mir, was du kannst. Hä? Hoch da, ja. Bearbeite den Kerl. Oh, schau mal, das ist er auch. So, ich hab den Drachen. Komm runter jetzt. Ja. Ich bin so bereit für dich. Was ist das denn? Kannst du jetzt mal deine Heilung ziehen? Raus da!
Oh, was hat er? Ja, er hat mich mit irgendwas erwischt. Okay, pass auf, pass auf. Was haben wir an Heal? Komm runter, Stinker. Ich weiß, dass das deine Kathedrale ist, aber nicht mehr lange, mein Freund. Er heilt den Drachen. Raus da! Raus da, Mann! Gott. Jetzt brauche ich Heal. Andromache, jetzt ist Heal wirklich notwendig. Ja, ich weiß. Ihr habt alle eins. Mir geht's gut, aber habt ihr eure Medizin genommen? Habt ihr sie genommen? Ich sehe gerade gar nichts, ich schaue nur auf ihn ein. Ich glaube, dass der Licht in dem Drachen drin ist. Erstmal meine Leute. Wo liegt der? Wo liegt der? Hier. Drauf, 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 Freunde. Mir geht's großartig, aber gib dem jetzt auf die Fresse. Komm, 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 Freunde, ein bisschen mehr, ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Strudelzauber. Er wird gleich wieder versuchen. Oh, 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 sie macht schon wieder nicht. Ich kann das auch benutzen. Ich kann das für sie benutzen. Game Changer. Gut schon, Freunde. Er versucht den Drachen wieder zu beleben. Und es wird wie vorher laufen. Er wird dann nochmal alles reinballern in den Drachen, ja. Ich kann mich nicht beschweren, Freunde. Ich hoffe, euch geht's auch gut da unten. Und warte, ich brauche den flüssigen Elan jetzt. Und ich brauche das hier. Ich kann mir jetzt keine Schwächungen leisten. Ich muss den Spellcaster aus dem Drachen rausprügeln. Um ihn endgültig zu vernichten. Komm schon, ich sehe seinen Lebensbalken nicht, ist egal. Einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Ja, 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 ist gut, ist gut. Komm, hoch mit dir. Und drauf, drauf, drauf. Er liegt, Freunde. Er muss sterben. Er muss jetzt sterben.
alles in Order? Ja, leck mich am Zückerli. Vom Drachen veredelt. Stücke vom Leichnam eines dunklen Bischofs, ehemaliges Eigentum eines dunklen Bischofs. Looks interesting. Oida, geil, unser Ding wurde verstärkt. Unser Bogen. Nehmt alles mit, Freunde. Have we sufficient curatives? Verfluchte Drachenschuppe, ein Stück Haut eines verfluchten Drachen und ein Stück aus dem Kadaver eines verfluchten Drachen. Sehr schön. Alter, was ein Kampf. It's survival. Was ein Kampf, Freunde. So, ich brauche erstmal, ich muss hier erstmal Öl nachfüllen, weil das hatte ich das letzte Mal eigentlich auch schon gemacht. Speichern. Ich glaube, es wurde jetzt schon gespeichert, aber schnell nochmal. Wow. Ey, was für ein Kampf schon wieder. Nee. Hier sollen wir durch. Hier sind wir durchgekommen. Wir müssen da hoch. Safe. Der Laden hat mehrere Stockwerke, ja. Okay, Freunde, wir arbeiten das jetzt Stück für Stück hier ab. Ihr könnt eigentlich, wenn ihr solche Endbosse kämpft, solltet ihr immer die Umgebung kontrollieren. Weil hier gibt's, also das, was im Boden drin ist, sind meistens Gegenstände, die euch im Kampf auch helfen. Boah, ich bin noch so Adrenalin geladen. Solche Kämpfe, die sind schon auch immer heftig. Deswegen, es kann sein, dass ich jetzt den letzten Teil der Folge ein bisschen ruhiger bin. Ich konzentriere mich gerade hier beim Absuchen so ein bisschen. Es muss ja auch irgendwo einen Weg nach oben geben, weil ansonsten verlassen wir den Ort ja. Es wird hier nichts angezeigt. Doch, warte, da links vorne. Hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Okay, nice. Das seht ihr auf der Karte meistens. Wenn ihr auf die Karte guckt, da sind diese rot eingezeichneten Gebiete. Da seht ihr meistens, ob ihr dort in der Gegend irgendwo nach oben kommt oder nicht. Ich suche hier bloß noch alles so akribisch ab, weil ich natürlich auf eine makabere Skulptur hoffe. Auf unsere 15. Riesiger Knochenberg, Digga. Tauchen solche dunklen Bischöfe öfter vor? Auf? Sind die üblich? Auch mit dieser Art von Haustier? So, hier hoch. Oh, da muss ich ja auch noch unbedingt mal hin. Passt mal auf, zeig mir mal kurz die Karte. Er zeigt mir nichts weiter an, das heißt, ich muss hier hoch. So. Also hier erwarte ich mir tatsächlich irgendwie auch eine... Genau, das ist eine makabere Skulptur.
weil da muss man auch erstmal hochfinden, Freunde. Wir werden diesen Gang absuchen, aber das machen wir morgen. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.